Ja, servus Werner, grüß dich, servus. Grüß dich, Stefan. Ja, es ist nett, dass wir zu dir heute kommen dürfen. Du hast ja ein ganz beeindruckendes Schloss, was du da eigentlich betreust. Ja, das Schloss ist gut 450 Jahre alt, muss man sagen. Oder kann man sagen, es ist für die Fürstbischöfe von Brixen gebaut worden, für die Sommerferien. Also ist es ganz eine wunderbare Ausstattung. Also was mir sofort auffällt, das ist eins von den wenigen Schlössern in Südtirol, wo man eigentlich an den Schlossmauern parken kann, sozusagen. Und das ist natürlich was Besonderes, dass man eine gute Erreichbarkeit hat. Gute Erreichbarkeit ist sicher gut. Das ist, man kommt mit jedem Bus her bis zum Schlosseingang. Es ist wenig zu Fuß zu gehen, deswegen ist es eigentlich schon, weil normalerweise geht man zu einem Schloss einmal wenigstens eine halbe Stunde zu Fuß hin. Ja, meistens bergauf. Ja, Werner, wenn du dir noch einen Moment Zeit nimmst, uns so zwei, drei Attraktionen noch vom Schloss zu zeigen, wären wir dir natürlich sehr dankbar. Kein Problem. Ja, Werner, wo sind wir denn jetzt da? Das Zimmer da war eigentlich ursprünglich Aufenthaltsraum für die Gäste. Da herinnen muss man sich vorstellen, es sind ganz schöne Ledersessel gestanden. Die Holzböden waren mit Teppich ausgelegt. Heute nutzt man das Zimmer auch teilweise für standesamtliche Hochzeiten. Das wird das Vier-Jahreszeiten-Zimmer genannt, weil da herinnen die Malereien die vier Jahreszeiten darstellen. Ja, das schaut alles schon einmal sehr gut aus und ist ganz eine tolle Räumlichkeit, sicher ganz selten in Südtirol. Ja, es ist eigentlich in Südtirol in den meisten Schlössern sehr selten. Bei uns da ist jeder Raum mit Defelung und mit Wandmalerei ausgestattet, was man eigentlich in Schlössern sehr selten sieht, weil in Schlössern sind meistens ein, zwei Prunkträume und der Rest ist mehr kaltes Gemäuer. Ja, Werner, wie heißt jetzt denn also das Zimmer da? Das da ist eigentlich der Prunksaal, muss man sagen, vor Schloss Feldurns. In dem Zimmer sind die Audienzen gehalten worden. Das ist das Fürstenzimmer. Das Besondere bei dem Zimmer ist eigentlich das, dass die ganze Defelung mit Intarsien-Einlegearbeiten versehen ist. Auch die Decke hier oben, das ist alles Intarsien, heißt ja, jeder Farbton in Holz, ein anderes Holz, es wird keinerlei Farbe verwendet. Was nicht Holz ist, ist Blattvergoldung. Also das war früher sicher eine wahnsinnige Arbeit, sowas zu machen, zu bauen. Ja, für das Zimmer da gibt es eigentlich recht einen schönen Spruch. Und zwar 7 Jahre, 7 Monate, 7 Wochen, 7 Tage, 7 Stunden, 7 Tischler, 7 Hölzer. Wirklich beeindruckend. Auf jeden Fall, das Schloss hat einiges zu bieten. Wir haben ja jetzt ein Tal gesehen. Es ist sehr schön, gefällt mir wahnsinnig gut. Auf jeden Fall können wir das weiterempfehlen. Und Werner, dir danke für deine Zeit und deine Hilfe. Sehr gerne, jederzeit. Wenn es einmal zu einer direkten Führung vorbeikommen wird, immer willkommen. Super, vielen Dank.